machen? Oder was habe ich davon, wenn ich jetzt Theta Healing lerne oder eine Sitzung nehme? Was habe ich davon? Ja, also die Ursprungssituation ist ja bei vielen Klienten, die zu einer Session kommen, entweder körperliche Beschwerden, also Krankheiten, oder bestimmte problematische Situationen im Leben. Also jemand kann keinen Partner finden oder immer Probleme mit dem Job, also in der Partnerschaft, also mit den Kindern, Ängste, Blockaden oder jemand sagt, okay, ich bin blockiert, also ich möchte diesen Schritt machen, vielleicht mal sich selbstständig machen oder Job wechseln, aber ich bin blockiert und ich bin nicht glücklich in der Situation, wo ich bin. Also bestimmte Verhaltens- und Denkmuster, die stecken bleiben. Und dann kann man mit dieser Technik tatsächlich erforschen, egal eigentlich, welche Ursprungssituation da ist, ob das Krankheit ist oder einfach nur mentale Blockade. Ich sage mal so, die Quelle ist ja von allen Dingen gleich, weil auch Krankheit im Körper oder in der Psyche ist einfach nur manifestierte seelische Blockade ist. Also das sind bestimmte Energien, Emotionen, ja, wie vielleicht alte Wut, Groll, Enttäuschung, Schmerz, also die wirklich so gespeichert sind, dass sie sich dann im körperlich manifestieren. Weil genau bei dieser Gehirnwellenfrequenz öffnet sich unser Unterbewusstsein und wir können dabei wirklich alle Informationen empfangen, die im Universum sind, die natürlich in unserem Unterbewusstsein sind, in unserer DNA. Wir haben Zugriff zu allen Informationen und wir existieren in diesem Moment außerhalb von Zeit und Raum. Wir sind zwar mit unserem Körper hier vielleicht auf dem Stuhl, aber energetisch gesehen, unser System ist wirklich genau in bestimmte Situationen, die wir vielleicht in diesem Moment anschauen, sei es unsere Kindheit oder andere Leben oder ganz andere Dimensionen, vielleicht auf einem ganz anderen Planeten. Und wir nutzen diese Gehirnwellenfrequenz, damit wir tatsächlich unsere schädlichen Glaubenssätze, Programme anschauen können, woher die kommen. Also wir graben tatsächlich immer tiefer, nach dem Schlüsselglaubenssatz, was wirklich vielleicht an der Basis von dem Ganzen liegt, also wirklich tiefste Glaubenssatz, was ganz oft mit tiefen Ängsten für lange gearbeitet habe, weil sie riesengroße Paket von Themen mitgebracht hat und sie hatte seit über 25 Jahren Schmerzen am ganzen Körper, die nicht erklärbar waren und Ärzte konnten auch nicht helfen. Und wir haben so lange gearbeitet und gegraben und geschaut und es waren, also der Schlüssel oder Schlüsselprogramm war, also ich bin schuld. Okay. Ich bin schuld an allen Dingen, also sie hatte Schwangerschaftsabbrüche, sie hatte noch andere Dinge, ganz, ganz viele Sachen, wo sie wirklich diese Schuldgefühle festgehalten und diesen Schmerz. Und dieser Schmerz hat sich wirklich in der Materie abgespeichert. Was ist Theta Healing? Das ist Heilung durch den Schöpfer. Ich als Heiler helfe dabei, herauszufinden, was ist der tiefste Glaubenssatz? Was ist denn diese Geschichte, die dahinter steckt? Und dann weise ich einfach mal an, Schöpfer, heile diese Geschichte, schicke die Heilung, transformiere diese Situation, schicke die bedingungslose Liebe und Schöpfer erschafft. Also deswegen, wenn irgendeine Krankheit losgelöst wird, transformiert wird, dann wird wirklich perfekte Gesundheit bei diesen Menschen erschaffen, körperliche oder mentale Gesundheit. Es wird neu erschaffen. Muss ich eine bestimmte Religion haben, um mit Theta Healing arbeiten zu können? Nein, also wir sagen immer, Theta Healing ist wirklich frei von jeder Religion. Also was wir hier nutzen, das sind einfach Erkenntnisse der Quantenphysik und der Epigenetik. Oder brauche ich irgendwelche Vorkenntnisse, bevor ich zu dir komme, um eine Theta Healing Basic Ausbildung zu machen? Man braucht keinerlei Vorkenntnisse, tatsächlich diese Schritte, diese Übungen zu machen, wo jeder da sagt, wow, ich kann das wirklich, ich kann das wirklich
funktioniert. Und ich habe noch niemanden erlebt im Seminar, wo es nicht funktioniert hat. Also spätestens am dritten Tag haben auch wirklich so richtig verkopfte Menschen, die wirklich aus analytischen Bereich kommen, die trotzdem gesagt haben, das hätte ich nie gedacht, dass ich die Dinge sehen kann, dass ich die Informationen empfangen kann und dass ich wirklich verwandeln kann. Die staunen manchmal, wenn sie vielleicht einen Glaubenssatz nachtesten, dass jetzt auf einmal verschwunden ist und stattdessen ein positiver Glaubenssatz da ist. Nicht, ne? Ich dachte, was, diese Frau war mal schüchtern, ja? Da so offen zu sitzen in deiner eigenen Praxis, wo dann 20 Leute um dich herum sitzen. Und das ist schön zu sehen, was man aus seinem Leben machen kann. Also bevor ich in der Opferrolle sitze und heule, schlechte Kindheit oder was auch immer da war, hast du in die Zukunft geschaut und bist ja weitergelaufen und hast genau das getan, wovor du Angst hast, mit Leuten zusammenarbeiten. Wo ich wirklich in Depression gefallen bin, also wirklich, also Depression habe ich erlebt, also klassisch, und daraufhin natürlich auch Ängste entwickelt, wer bin ich überhaupt hier? Ohne Sprache, ohne nichts, also mich wirklich verloren habe. Und dann waren natürlich die Ängste da. Wie kann ich mich zeigen? Also in einer Gruppe von anderen Teilnehmern, Seminarteilnehmern zu sprechen, da hatte ich Panikattacken bekommen. Irgendwann mal durch meine eigene Geschichte, durch einige Dramen und Schwierigkeiten im Leben, also Dramen hatte ich auch, ja, und die waren gut, was ich heute, was mir heute bewusst wurde, warum das auch so gut war, also diese Dramen, diese Schwere zu erleben, ja, die Opferrolle ein bisschen zu spielen. Das waren wirklich sehr, sehr große Schätze in meinem Leben, durch die ich dann natürlich auf meinen Weg gekommen bin, auf diesen beruflichen Weg auch. Ich sage mal so, meine Vision ist, dass jeder für sich selbst diese Kraft in sich entdeckt, diese Möglichkeiten entdeckt und für sich selbst einfach mal nutzt. Und dass wir irgendwann mal keine Heiler mehr brauchen, weil jeder ist zu diesen Selbstheilungskräften selbst gekommen. Hm. Also, dass diese innere Macht einfach entfaltet wird. Die Erde jetzt wirklich in ganz andere Dimensionen, auf die andere Dimension übergeht, auf andere Level. Also in ganz andere Schwingungen sind schon da, energetisch gesehen. Und dass wir alle Menschen dann auch natürlich mitkommen. Wir kommen wirklich in andere, ganz andere Schwingungen. Und es kommt jetzt die Zeit, wo tatsächlich viele Dinge auf einmal möglich sind. Und dazu zählt ja natürlich unsere wahre Essenz. Also es geht jetzt darum, dass wir in dieser Phase jetzt wirklich uns daran erinnern sollten, wer wir sind, dass wir selbst ja aus dieser schöpferischen Essenz bestehen und dass wir in dieser schöpferischen Potenzial in uns tragen. Und also das heißt, also alle diese paranormale Fähigkeiten wie Hellsehen, Hellhören, Hellfühlen gar nicht mehr so besonders sind, sondern das ist wirklich ein Teil von uns. Das bringen wir mit, das ist unser natürliches Geburtsrecht, alle diese Fähigkeiten zu nutzen.